Hallo liebe Leute, ein neues Let's Play von mir. Quantum Break. Schon seit April eigentlich draußen, aber ich habe so gesagt, ich nehme es jetzt auch nochmal auf, weil das hörte sich ganz interessant an, was da so im Erklärungstext steht und was es geht. Und das Spiel, ja, ich lasse mich da vollkommen überraschen, weil ich habe nicht wirklich viel drüber gelesen, sondern nur wie die Story so aufgebaut ist. Wir starten ein neues Spiel auf Normal. Und dann wollen wir mal gucken, um was es hier geht. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow! Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Harte Nacht gehabt? Ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Paul hat mir gesagt, ich soll zum Physiklabor kommen. Zum Physiklabor. Hallo. Ich sollte zu Paul gehen. Ja, er will zu Paul. Das will ich auch. Aber trotzdem noch einmal Hallo. Jetzt sind wir aus dem Vorspann raus. Hörte sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Wir sollen zum Physik. Physik ist... Physik. Steht das hier irgendwo? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, Physik. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ja. Ich gehe besser auf den Campus. Ah, Sammelobjekte, okay. Tagebücher. Entdeckt. Quantenwellen. Informationen. Chronoquellen. Dokumente, Computer, Medien. Aha. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Das ist ziemlich unheilvoll.
Schön ist auch woanders. Hier kann man auch, hier kann man auch gehen. Schau nach rechts. Okay, laufen wir nach links. Was liegt denn hier so alles Schönes rum? Hier liegt noch ein Schild, da können wir nicht angucken. Comic Fest. Sehr, sehr uninteressant. Ja, da liegen noch zwei Brückenpenner. Oh, hier können wir was angucken. Alkohol verboten. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Schatz, können wir jetzt nach Hause? Also alle wohl ein bisschen zu tolle Demo hier. Liegt auch keiner mehr drin, oder? Nee. Oh, was liegt da noch? Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Riverport? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Schlafen Sie ja schon. Könnte ich Ihnen nicht verübeln. Es passiert momentan sowieso nicht viel in der Innenstadt. Außer Sie sind auf dem Campus der Riverport-Universität. Heftig gegen Monarch Solutions protestiert wird. Monarch möchte nämlich die alte Campus-Bibliothek abreißen und ein brandneues Gebäude hochziehen. Die Demonstranten glauben, dass dieses Gebäude zu unserem Vermächtnis gehört und Monarch nicht noch einen weiteren Teil Riverports für sich vereinnehmen darf. Ich persönlich stehe auf der Seite der Aktivisten. Ich bin mir sicher, dass Monarchs neues Gebäude bestimmt groß und glänzend wird. Okay, lass gut sein für heute. Es ist niemand. Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. So. Sympathisch also. Gut, gut. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Okay, komme ich eventuell dann nochmal drauf zurück. Ja, es ist schon sehr heftig, was demonstriert wird hier. Mhm. Dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Thank you.
of us have two faces. The one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. Aha, gut, ich wollte euch jetzt hier nichts vorenthalten und deswegen habe ich hier nicht dazwischen gesabbelt. Ich habe allerdings gerade nicht alles verstanden, was da gesagt wurde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war mir irgendwie, habe ich dann auch. Paul war schon immer erfolgshungrig, vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Hm, okay. Los jetzt. Gehen Sie weiter. Ja, schon unterwegs. Ganz ruhig. Komm mal klar mit deinem Leben. Also wer das gerne durchlesen möchte, drückt einfach auf Pause. Da kann das gerne alles durchlesen. Hm. Von Bescheidenheit keine Spur. Was, Paul? Ich werde es wahrscheinlich dann nachher auch, wenn ich die Folge selber nochmal kontrolliere, weiß ich auch nochmal. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce! Höchstpersönlich! Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Vorfall? Herrje, Will, was hast du diesmal angestellt? Hier rein, Jack. Mal wieder runter. Ich komme ja schon. Bleib ganz ruhig. Hm, was zu trinken? Kann ich vertragen? Ne, doch nicht. Okay. Jetzt soll ich einen Fahrstuhl? Nö, ich guck mir erstmal das Ding da hinten an. Hey, Jack. Hier drüben. Ja, ich weiß. Los geht's. Komm mal gucken. Die Anlage hier ist ganz ordentlich. Was soll ich sagen? Ich habe ein gewisses Talent, wohlhabenden Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Wie ich sehe, sind Demos gegen Monarch gerade schwer in Mode. Ja, wundert mich, dass du da nicht mitmachst. Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, es war mal unser Ding. Du hast uns verraten. Ach, ich weiß nicht. Reich und erfolgreich ist auch nicht so schlecht. Solltest du versuchen? Jack, nimm mir den Fahrstuhl. Ja, ich komme ja schon. Komm mal klar. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du musst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten. Es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst.
Komm schon, Mann. Überrasch mich. Na gut. Wenn du darauf bestehst. Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh, gut. Der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kononpartikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht alles, sollte aber als Einführung reichen. Okay, los geht's. Okay. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Du, Kim, gibt's da noch was? Doch, da hinten vielleicht, ne? Mal gucken. Gibt's da noch was? Nö, gut. Dann hinein! Mit der Zeit spielen, das kann schon, das hört sich schon bescheuert an. Willkommen zum Projekt Promenade. Also, die Macht an sich mit der Zeit zu spielen ist schon zu gewaltig. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Wie ich sehe, weißt du immer noch nicht, was Privatsphäre ist. Irgendjemand muss dich doch im Auge behalten. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet, aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also ich würde, selbst wenn ich jetzt Student im ersten Semester, Physikstudent im ersten Semester wäre, nein, grundsätzlich, wenn ich in Physik aufgepasst hätte in der Schule. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Das ist natürlich relativ. wenn ich in der Schule als in Physik schon aufgepasst hätte, dann wäre von Anfang an ja schon... Hätte ich ja gesagt... Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kononleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. So, nach dem Motto, du willst was? Du willst was mit der Zeit
spielen, manipulieren, was bist du so irre? Aber gut. Da wird nur die Kononleitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen. Hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Einen Knall hast du, meine ich. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Ja, okay, bin dran vorbeigelaufen. Hey. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. Nee, eigentlich schlimmer. 3, 2, 1. Verdammt, Paul! Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Also ich hätte es ja nicht gemacht persönlich. 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul! Was? Wie? Keine Sorge! Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine... Was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja. Ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Das ist völlig abgedreht.
Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 nein. Halt ihn Halt's auf. Maul. Er beschädigt warte, den Kerl. Jetzt, warte mal. Ich kann es nicht abschalten. Paul ist noch da drin. Will. Halt's Maul. Sieh Halt's Maul. Sieh mich an. Nimm die Waffe runter, dann reden wir. Okay? Dafür ist keine Zeit. Du denkst nicht klar. Nimm die Waffe runter. Heilige Scheiße, Will. Die Zeit wird enden. Jack, bitte vertrau mir. Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus. Oh Gott, oh nein. Nein, 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 nein. Nicht gut. Alles okay? Ich glaube ja. Ich will deinen Weg raus. Kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. Ja. Was zur Hölle? So sieht das hier auf jeden Fall nicht aus. Das ist verrückt. Will! Will! Komm schon. Zustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Komm! Geklemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Okay, jetzt müssen wir anscheinend abhauen. Komm! Wir können durch die Luke fliehen, durch die ich gekommen bin! Ich wollte Paul nicht im Stich lassen. Aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Jack!